Ich wollte nur fragen, da ihr die Unterstadt erwähnt hattet, Kanizitiana, liegt denn einer der Tempel, die wir suchen, dort? In der Unterstadt liegt nur der Tempel des Vierarmigen, von denen niemand genau weiß, welchen Gott er repräsentieren sollte. Ich habe da zwar schon einige Vermutungen, die werden allerdings höchstwahrscheinlich Raphim nicht ganz. Er wird sie wenig mögen. Aber Na ja. niemand weiß, wie gesagt, genau, wem der Vierarmige dienen sollte oder gedient hat. Das klingt nicht so, als würden wir diesen Tempel suchen. Dann Nein, das können wir glaube uns die ich auch Unterstadt ja vielleicht ersparen. nicht. Solltet ihr zu den anderen Tempeln aber allerdings noch wollen, Charybda, Hesinde oder selbstverständlich Satinav, was ja eigentlich unser Ziel sein sollte, wenn ich richtig informiert bin, dann müssen wir auf alle Fälle durch die Unterstadt. Müssen wir uns einfach beeilen und nicht links und rechts abbiegen. Dann werden wir uns etwas sputen müssen. Ja, genau. Eine Frage hätte ich noch. Was ist der Vielarmige? Vierarmige. Wie gesagt, Ah. das weiß keiner. Die Statue ist teilweise zerbrochen und die drei Arme fehlen. Der eine ist zwar noch dran, aber er hatte mal vier Arme. Und es gibt einige, nun, Hinweise auf dem Stein, die uns vermuten lassen, zu welcher Entität er einst gehört haben sollte, aber die würden wir auch niemals als Gott verehren. Ich verstehe. Nun gut. Alles klar. Ach so, die Flöße, die hier benutzt werden, werden von Tokamujak benutzt. Also, die sind relativ sicher und weniger verrückt, als man meinen könnte, weil sie meistens auf ihren Flößen bleiben. Und wie lange werden wir es, also wie lange dauert es ungefähr, durch diese Unterstadt zu laufen? Nun, das sind 200 Schritte, die man da durchqueren müsste, würde ich jetzt schätzen. Nun, dann ein Ein Sechstel Stundenglas etwa. paar Minuten, ein paar Minuten. Sehr gut, sehr gut. Ich würde gerne eine Halluzination auf mich wirken. Es gibt keine Echsen. Was? Ja, der Halluzination kann ich auch auf mich selbst wirken. Es ist Geht das? Zielobjekt Einzelperson, Ja. Reichweite Berührung. Freiwilliges Ziel. Also halbe MR. Und ja, dann halt für eine Spielrunde. Und so beginnt dein eigener Wahnsinn. Auf jeden Fall, aber den habe ich selbst herbeigeführt. Überleg dir, was du dir da an Drogengeld sparen kannst. Auf jeden Fall. Ja, Magieresistenz brauchen wir nicht, weil du Halbiert, ein genau. freiwilliges Ziel ist einfach singen, das passt schon. Alles klar. Okay, 5 Minuten. Dann könnt ihr Kanizitiana folgen. Es wird sumpfiger, matschiger. Das Delta breitet sich aus und greift mit seinen tentakelartigen Armen nach der Stadt. Und wenn ihr dann zwei, drei kleinere Brücken überquert habt, beziehungsweise es sind einfach nur noch Stämme, die dann mit so ein bisschen, ja, mit ein bisschen Schilf zusammengebunden worden sind, über die Flüsse gespannt worden sind, steht die vor einem halb im Morast versunkenen Gebäude, was noch als Boren-Tempel zu erkennen ist. Einfach aufgrund der Kuppel. Und wenn ihr dann kurz so ein bisschen das Gebäude umrundet, um die eigentliche Tür zu finden, könnt ihr sehen, wie davor ein Sack liegt. Ungefähr menschengroß. Was ist das denn? Bestattet man hier so die Toten, indem man sie vor den Tempel ablädt? Naja, ich schau mir das mal an. Ich würde mal zu dem Sack hingehen und den Sack öffnen. Ja, Fliegen, die dir entgegenschwirren. Du kannst auch noch sehen, wie eine Schlange aus dem Sack sich rausschlängelt und dann starrst du in das Gesicht eines bleichen Toten mit einem Bart und ja, feinen, adligen Zügen, würdest du meinen. Hatte Ähnlichkeit mit unserem Geist. Ihr dürft mal eine, ja, was, Anatomieprobe? Hab ich sogar. Ich glaube ja, Anatomieprobe. Und ich würde sie auch erleichtern, gerade wenn ihr so eine spezielle Frage stellt. Gerade wenn Raphim auch so nah steht und dass das Ziel eurer Reise ist. Ja, er hat tatsächlich Ähnlichkeiten mit eurem Geist. Das könnte tatsächlich der Gesuchte sein. Und damit hättet ihr jetzt auch einen Geist, den ihr beschwören könntet. Naja, also ich
vielleicht habe ich ja Unrecht, aber Abelmir, Zulami, guckt euch das mal an. Das sieht doch aus wie dieser Geist, oder nicht? Nun, es sieht aus wie der... Ja, ein bisschen aufgequollen um die Lippen, ja. Das gebe ich zu, aber... Nun, kümmert sich hier keiner um die Toten? Ich schaue mich mal um. Abelmir, deine Anatomie sagt ja auch, dass er grob vor 3 Tagen umgebracht worden ist. Nun, nach den Wundrändern und den Blutspuren, wie das Blut geronnen ist, scheint er mir etwa vor 3 Tagen gestorben zu sein. Ich könnte es ehrlich gesagt nicht sagen, aber... Abelmir, habt ihr eine Idee, woran er gestorben ist? Und dazu müsste ich ihn genau untersuchen und das wollen wir sicherlich nicht hier tun, vermute ich. Ich müsste ihn aufschneiden. Kann ich eine Rechtskundewunde würfeln, um rauszufinden, was ich glaube, was passiert, wenn ich mit einer Leiche durch Salem laufe? Und du kannst eine Rechtskundeprobe würfeln, ja. Salem. Nee, meine Menschenkenntnis sagt. Würfel deine Rechtskunde. Ein täglicher Anblick. Also, offiziell gehört Salem zu Al-Anfa. Zumindest beansprucht Al-Anfa das Gebiet. Und steht unter sowas wie eine Protektur, aber es gibt hier natürlich auch noch einen eigenen König. Und ja gut, das wenn ist ein Gewalt. Wenn ich Patriarchen jetzt diese Leiche transportieren muss, dann muss ich das. Wenn du du hast auch noch keine einzige Wache gesehen. Du hast sowieso sehr wenige Menschen gesehen. All diejenigen, die du gesehen hast, waren irgendwie im Drogenrausch oder waren mit ihren eigenen Sachen beschäftigt. Also es gab hier auch so vereinzelt normale Leute, aber die hatten andere Dinge zu tun und wollten dann auch gerade so eine große Heldengruppe nicht ansprechen, gerade wenn da so ein Krieger dabei ist wie du. Aber Stadtwachen hast du hier nicht gesehen. Nun, ich würde vorschlagen, wir bringen ihn im Sack zu unserem Schiff zurück. Ja, also im Auftrag des Patriarchen, das sollte ich auch genehmigen können. Wir sind ja in einer Protektur von Al-Anfa. Das kriegen wir schon hin, wenn die Stadtwache kommt. Ich glaube, man fühlt sich hier nicht wirklich für die Toten. Man ist froh, sie wahrscheinlich loszuwerden. Wenn man die hier schon ablädt. Darf ich kurz fragen, warum wir den jetzt mitnehmen? Er ist doch tot. Weil wir ihn befragen wollen. Ach, herrje. Ja, also, Abelmir, ich würde sagen, wir sind die einzigen beiden, die den Toten tragen können. Wir machen jetzt, wer jetzt aus, wer den Toten zurückträgt. Du bist auch kräftig genug für uns beide. Ja, du bist auch kräftig genug für uns beide. Komm, Mütze werfen. Nein, trag ruhig mal alleine. Ich mach mir möchte Abelmir gerne den Toten aufwerfen. Ich geh deinen Schritt zurück, ey. Dann siehst du, wie der Sack direkt vor dir in den Matsch wieder plumps, es spritzt und ja. Aber jetzt hast du ihn fallen gelassen. Ist das jetzt wirklich nötig? Meine Güte, das ist so unwürdig. Ich wollte auch gerade sagen. Ja, ihr solltet Respekt vor dem Toten haben und ihr könnt wir sehen. Kümmern uns hinterher auf jeden Fall darum, dass er ein anständiges Begräbnis erhält, egal ob man sich hier vor Ort darum kümmert oder nicht. Ihr könnt sehen, wie die Tür vom Boron-Tempel leicht aufgeschoben wird oder aufgezogen wird und eine schwarzberobte Gestalt hervorlugt. Was euch irritiert ist, das Ding hat gelbe Augen und eine lange Schnauze. Es ist ein Achas in einer Boron-Kutte. Hallo, Herr Boron-Geweihter. Ich bin Bruder Kriassel. Hallo, Herr. Wie können wir euch dienen? Hallo, Herr Assel. Ich bin Boltax, das sind meine Freunde. Das ist Abelmir, das ist Zulamin, das ist Rafim. Wir brauchen diesen Leichnam, um Dingen auf den Grund zu gehen. Im Namen des Protektorats Al-Anfa, oder? Ihr gebt den Toten nicht ab. Nein, noch nicht. Wir wollten fragen, wie er denn hier vor Ort begraben wird. Weil im Sumpf kann man ja ganz schlecht graben. Wir legen sie in den Sumpf. Naja, also... Das Wasser holt sie aus sich. Versteht das jetzt nicht falsch, aber ich würde es vorziehen, wenn der Herr in guter alanfanischer Erde begraben wird. Er scheint zu nicken und beugt sich dann vor Boltax ab. Ihr seht so aus, als wärt ihr verwirrt. Wahnsinn. Nein. Schimmert in euren Augen. Nein, junger Mann,
Alles ist wunderbar. Wie viele Finger halte ich hoch? Er breitet seine Klauenhand auf und du siehst, wie vier Finger vor dir... Also, er hat tatsächlich nur vier Finger. Vier? Das tut mir leid mit eurem kleinen Finger. Ja, Kriegsverletzung nehme ich an. Ja, man kann den Wahnsinn in euren Augen schimmernd sehen. Selem ist ein Schmelztiegel. Oh ja, ich habe gehört, hier gibt es sogar Echsen. Wollt ihr euren Bruder bei mir lassen? Welchen Bruder? Nein, meinen Bruder lasse ich nicht bei euch. Es tut mir leid, aber wir haben eigene zwergische Riten. Es ist sehr freundlich von euch, junger Mann, aber nehmt es mir nicht krumm. Aber ihr so als Boron-Geweihter, könnt ihr uns sagen, warum das so ist? Warum der Wahnsinn in der Stadt um sich greift? Elem wurde vor langer Zeit verflucht von den Göttern. Wir kümmern uns um die Patientin. Sagt einmal, habt ihr schon etwas von einem Bibliothekar gehört, der vor 3 Tagen gestorben ist hier? Er soll eine Tochter besitzen haben. Die Bibliothekare sind uns bekannt. Ferusev, die Büchermeister. Und kennt ihr auch seine Tochter? Eine Tochter ist uns nicht bekannt. Ich lebe normalerweise nicht lange in der Stadt. Ich bin draußen bei den Verrückten. Ihr solltet die Verrückten nicht verrückt nennen, oder? Sie sind es. Es beschönigt nichts, wenn man es nicht ausspricht. Wir helfen ihnen. Also seid ihr gewöhnlich im Neonitenkloster anzutreffen? Er nickt und seine schwarze Robe verrutscht so ein bisschen. Ich bin Kriassel von den Neoniten. Interessant, wie kamt ihr zu eurer Profession bei eurer, Herkunft? Ich wurde ausersucht. Ich bin weltoffener Ahas. Gesundheit! Zwischen Mensch und Ex aufgewachsen. Und mit meiner letzten Häutung wurde ich in das Kloster gegeben. Vielleicht erinnere ich mich aber ja noch falsch, aber wie alt werdet ihr nochmal? Alt. Also jetzt nicht ihr, also ihr alle so zusammen. 90. Oh. Ich dachte kürzer. Ja, dann könnte er geweiht werden. Dann habt ihr ja Zeit für sowas. Ich hab mir nur Sorgen gemacht. Abim, ihr werdet auch 90. Das hättet ihr doch wissen müssen. Ach. Ich glaub nicht, dass ich 90 werde. Ich haut sich mit seinen vier Krallen an seine Brust. Ich, 90. Ah, also werdet ihr noch deutlich älter. Letzte Häutung. Zählt ihr in den gleichen Gürtelläufen wie die Menschen oder zählt ihr anders? Er überlegt nur ein bisschen, verdreht seine Augen nach oben und dann kommen sie wieder. Diese merkwürdigen Pupillen, die geschlitzt sind. 947. Mein Ei, 947. 90. Nun, das ist wenig hilfreich. Was bedeutet 947? Naja, das Jahr, in dem er geboren ist, du. Also, wie man deine akademische Bildung begründen soll, aber mir ist mir manchmal wirklich rätselhaft. Nun, normalerweise folgt dahinter eine Zeitangabe, nach was gezählt wird, aber ja. Naja, er wird nicht 974 Jahre vor Boboratzfall geboren worden sein. Nun, um es richtig einzuordnen, ist es stets hilfreich. Wenn man sagt, nach Bosporans Fall. Aber ja, das liegt daran, dass du so viele Bücher liest, aber mir mit keinen Leuten redest. Deswegen glaubst du, dass die Leute immer so was dahinterher sagen. Kreassel blickt dann zu Rafim.
Wenn ihr wollt, ich nehme auch euren Schwarzmagier mit. Dieser Mann ist klar 90 Jahre alt, das sieht man doch. Selbst ich als Zwerg sehe das. Ich nehme sie beide mit. Ich würde es vorziehen, wenn ihr das nicht tätet. Denn ich denke, so weit ist es wirklich noch nicht gekommen. Aber kennt ihr vielleicht eine Geweihte namens Malane? Na, Malane. Sint. Schwester von Sint. Was bedeutet das? Schwester von Sint? Sint gut für Krieg, gut für Erde, gut für Wissen. Wofür ist Sint gut? Sint, Priesterin von Sint. Aber sie ist Schwester. Also, ihre Schwester ist eine Hesinde-Priesterin, ist doch offensichtlich. Nun, ich vermute mal eher die Schwester der Göttin. Hesinde? Nicht wahr? Das hat er doch gerade gesagt. Aber mir, du hörst nicht richtig zu. Nein, er meinte die Schwester der Göttin, nicht die Schwester der Geweihten. Sint Ranga. Sint ist Göttin auf anderer Seite von Fluss. Aber Malane ist auf Schlangeninsel. Keine Geweihte. Keine Priesterin, Schwester von Sint. Eine Akolutin. Schwester von Sint. Versteht ihr, was er sagen will? Natürlich. Dann übersetzt es für mich. Also, Abelmir, die Schwester von Malane ist eine Hesinde-Geweihte. Und Malane lebt auf der Schlangeninsel. So einfach ist das. Ich glaube, das hat er nicht gesagt, aber ja, wir werden sehen. Das waren sprichwörtlich seine Worte. Ja. Wir werden sehen. Also, wir müssen also auf die andere Seite. Wollen wir zurück zum Schiff gehen und nun ja die Toten dort zwischenlagern oder wollen wir uns gleich auf den Weg machen mit einem Toten? Ich würde gerne zurück zum Schiff. Ja, wir werden ihn nicht durch die halbe Stadt schleppen. Eben. Also, Raffin, schnapp dir den Toten. Ja, ich finde auch schön, wie ihr alle sagt, dass wir das nicht machen und ich den am Ende tragen darf. Ja, du bist doch prädestiniert mit deiner Körper. Ich bin Ritter, müsst ihr wissen. Ritter. Nun, du bist vor allen Dingen groß und stark. Oder irgendwie sowas. Kriassel drückt mit ein bisschen Schlamm und spritzendem Wasser die Tür wieder zu und ihr steht wieder vor dem verschlossenen Bohrentempel. Ein Ritter, alter Mann. Vor euch liegt ein Sack. Sieht ja, doch gar nicht so schwer aus. Ich trage jetzt euren blöden Sack, aber wenn wir auf dem Schiff angekommen sind, werde ich mich erstmal kurz waschen, während Boltag seine Geisterkram da macht. Nachvollziehbar. Ich könnte ihn derweil untersuchen, und was er gestorben ist. Ich möchte mir den Toten über die Schulter werfen und dabei aber mir einen giftigen Blick zu werfen. Ich lächle dich nur an. Und dann möchte ich ihn zurücktragen. Während ihr den Weg wieder zurückgeht, könnt ihr sehen, wie der Sack wohl ein bisschen anfängt zu bluten auf Kopfhöhe und hat auch nicht gerade dazu beigetragen, dass Raffim ihn jetzt zweimal hingeworfen hat, lieblos. So könnt ihr aber auch wieder, ohne eine weitere Person zu erkennen, die euch aufhält, keine Stadtwache, zurück zu eurem Schiff, der Avianders Rettung. Wisst ihr, welches diese sogenannte Schlangeninsel ist, Canicetiana? Da würde ich fast sagen, Klein Al-Anfa. Das ist das hier im Süden. Südlich von Klein Pericum. Da sollen wohl unglaublich viele Schlangen sein. Na, das erklärt dann wohl den Namen. Gut, dann werden wir uns später wohl dort einmal umsehen. So, Abelmir, viel Spaß mit deinem Toten. Ich suche mir jetzt einen Waschzuber. Sift übrigens ganz schön. Ja, du hättest etwas vorsichtiger mit ihm umgehen sollen, vielleicht. Ihr hättet ihn ja vielleicht fangen können, anstatt ihn einfach in den Matsch fallen zu lassen. Ich hätte ihn einfach sanfter handbehandeln sollen, nicht so ähnlich die tramponieren. Wer weiß, was jetzt passiert ist, alles mit ihm.
Jetzt verurteilt Abelmirs Hand-Augen-Koordination nicht. Er ist nicht mehr der Jüngste. Das hat nicht mit meiner Hand-Augen-Koordination zu tun, sondern dass ich keine Toten auffange, wenn die mit Ziegel geworfen werden. Habt die nicht gefangen, das ist Hand-Augen-Koordination. Ihr habt die doch auch nicht gefangen, also. Ja, mir wurde er auch nicht zugeworfen. Und ich war nicht vorbereitet. Hand-Augen-Koordination. Ja, und ja. Reflexe. Ja, ja. Ja, dann kannst du nach unten gehen, zu den beiden Lagern, dort, wo normalerweise auch Kranken stationiert sind. Kannst dann die anderen beiden, wenn du magst, rausschicken und dir die Leiche begutachten, die dann aus dem Sack herausgeschält wird. Ich würde jetzt mal Oberfläche untersuchen, ob irgendwelche Schnitte oder stumpfe Verletzungen, Knochenbrüche oberflächlich, Frakturen, wie nennt sich das? Du kannst auch auf den ersten Blick sehen, dass wohl sein Schädel eingeschlagen worden ist. Du siehst aber auch, dass sein Arm in einer vielleicht abwehrenden Position zertrümmert ist, also Elle und Speiche klaffen da so ein bisschen offen. Also sein Arm ist gebrochen und sein Hinterkopf, da ist wohl irgendein schwerer Gegenstand durch seine Knochenstruktur gedrungen und mit einem Sapschen wieder rausgezogen worden. Das ist durch die liebevolle Art von Rafim ist das natürlich nicht besser geworden, aber weitere Wunden wie Einstiche oder so etwas kannst du nicht erkennen. Also das ist eine offensichtliche Todesursache. Die ist jetzt nicht durch Rafim entstanden, aber die ist dadurch nicht besser geworden. Blutet er denn immer noch? Bitte? Blutet er immer noch? Mittlerweile nicht mehr nach 3 Tagen, aber jetzt gerade dadurch, dass Rafim sich jetzt über die Schulter geworfen hat, kannst du sehen, dass da wohl wieder ein Stück der Masse im Inneren wieder freigelegt worden sind. Du kannst natürlich die ganzen Fliegen und Käferlarven so ein bisschen wegschnippen und rausziehen. Alles sehr, sehr unappetitlich und Die Todesursache ist ein Schlag auf den Hinterkopf gewesen. Er hat sich wohl aber gewehrt und ist dann laut euren Vermutungen, vielleicht hat er sich umgedreht, wollte weglaufen, dadurch dann eben den Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Hat er sonst irgendwelche besonderen Narben, Tätowierungen, Zeichnungen auf seinem Körper? Also er hat das ein oder andere Schlangentattoo, ja, das kannst du erkennen. Und ansonsten trägt er noch eine Geweihtenrobe. Er hat ein angelaufenes Schlangenhalsband aus grünem Zinn. Wie gesagt, ist angelaufen, also schon durchaus älter. Und ja, sein Ornat ist grün-gold, also das, was eben Hesinde-Geweihten ausgegeben wird. Ich würde dann mal einen Bericht schreiben und warten, bis Boltax fertig ist mit seiner Ritualvorbereitung. Ich würde Folgendes tun. Erstmal würde ich ihm ein Büschel Haare entnehmen und einen Knochensplitter, dass ich entsprechende Foki habe für die Störung des Geistes. Dann würde ich den Toten rituell reinigen, denn tatsächlich ist es immer noch ein Toter und der trägt auch noch ein Schlangenhalsband. Ähnlich wie mein Schlangenreif, den ich am Hals trage. Gut, meiner ist aus Gold, seiner ist grün angelaufen. Aber zumindest habe ich hier eine Verbindung. Und ich würde halt die Leiche ordentlich herrichten. Ich würde mich beteiligen, den Raum ausräuchern und ein Gebet sprechen. Dann wird der entsprechende Pentagramm-Beschwörungskreis gezogen, beziehungsweise wir haben ja vermutlich einen. Und dann kommen die Kerzen zur Anwendung und die wird natürlich in die Mitte platziert. Die Leiche wird in den Fokus gerückt und dann wird mit der Beschwörung begonnen. Die Frage ist, wie viel Uhr haben wir? Ist es schon Nacht, beziehungsweise ist es schon dunkel oder noch nicht? Also wir haben jetzt 15, 16 Uhr. Das heißt in Salem, ist es dunkel oder nicht? Nee, es ist noch nicht ganz dunkel. Okay, alles klar. Dann würde ich die anderen fragen, ob sie noch warten wollen bis zum Einbruch der Dunkelheit oder ob wir jetzt anfangen sollen. Eventuell ist das Ritual dann ein bisschen schwieriger durchzuführen. Also ich sag mal, gegen 19 Uhr wird's dunkel. Okay, ja, nee. Wir warten jetzt keine 3 Stunden rum. Ansonsten würde zu Termin vorschlagen, dass wir zwischenzeitlich nochmal zur Bibliothek gehen könnten und, keine Ahnung, die Informationen mit der Schlangeninsel teilen.
Also falls du noch mit dem Geist reden wolltest. Ja, wie gesagt, ich kann das jetzt schnell machen. Und dann mal gucken. Also es ist eine 7er Erschwernis, aber die 7er Erschwernis ist durch die Cookie, die ich habe, wieder aufgebraucht. Also mal gucken. Ist eine plus minus 0 plus halt die Beschwörungsschwierigkeit des Toten. Das weiß ich nicht, wie hoch die ist. Ja, wie ermittelt sich die? Er ist vor 3 Tagen gestorben. Und das ist von Geist zu Geist individuell, ob der Geist auftauchen möchte, ob es ein rachsüchtiger Geist ist. Also je nachdem, wie gerne er sich uns mitteilen möchte, desto leichter ist die Beschwörungsschwierigkeit. Okay, würfel einfach mal die Probe. Wenn es knapp wird, dann überlege ich mir alles was dazu. Klar, dann machen wir das doch mal. Dann kommt hier der Geisterruf.